Grüß euch. Jetzt haben wir an der LBS 4, der Berufsschule für Elektrotechnik in Salzburg. Von unseren 70 Lehrlingen besuchen etwa 40 diese Berufsschule. Und jetzt im Turnus A ist das zweite und das vierte Lehrjahr da. Und zu denen schauen wir jetzt. Jährlich besuchen 1150 Schülerinnen und Schüler die LBS 4 in Salzburg. 8% davon sind Mädchen und 92% Buben. Die LBS 4 ist eine Berufsschule für Elektrotechnik, Mechatronik und Informationstechnologietechnik sowie Applikationsentwicklung Coding. Die Schwerpunkte werden bei uns gesetzt in der Gebäudeleittechnik, in der Prozesstechnik, in Anlagen- und Betriebstechnik, wo noch ein Schwerpunkt bei uns ist. Und natürlich, wenn man bei den Mechatronikern schaut, das sind die Fertigungstechniker und hier auch Robotik und SPS-Technik. Ja, das sind so die Schwerpunkte, beziehungsweise bei den Informationstechnologen ist der Schwerpunkt Systemtechnik und Betriebstechnik. Ein Bereich ist dabei aber klar auf dem Vormarsch. Vor 5 Jahren haben wir in der IT-Technik 120 Lehrlinge gehabt. Und jetzt sind wir da ungefähr bei 280. Derzeit sind 19 Salzburger G-Lehrlinge an der Berufsschule. Christian besucht im Projektlabor Johannes Schachner. Er ist 20 Jahre alt und bereits im vierten Lehrjahr. Also ich mache bei uns die Doppellehre Elektrotechnik, Anlage- und Betriebstechnik und Maschinenbautechnik. Also jetzt zurzeit bin ich jetzt 4 Wochen in der Berufsschule in Salzburg. Und man sagt das eigentlich so, es ist fast wie ein normaler Arbeitstag, ein bisschen stressiger. Weil halt eben 4 Wochen Berufsschule, normal sind es 9 Wochen, ziemlich komprimiert ist. Und dadurch ist das alles ein bisschen kompakter beieinander. Also man fährt ganz normal nach Salzburg, also bei mir nach Salzburg, in die Schule. Man macht so seine Stunden, seine Fächer, man fährt heim, man macht seine Hausaufgaben. Man schaut halt in dem Fall jetzt eben im Projekt, man schaut, dass man das Projekt so gut wie möglich umbringt. Es gibt 2 Arten von Labors. Das eine ist wirklich ein Grundlagenlabor, wo Grundlagen für die 1. bis 3. Klassen vermittelt werden. Und der zweite Teil ist dann das Projektlabor. Und im Projektlabor wird dann wirklich ein fertiger, zum Beispiel ein Verteiler mit einer Anlage simuliert bzw. auch dort wirklich aufgebaut. Und die Schüler machen das und die Schülerinnen machen das als Abschlussprojekt. Also mein Auftrag für die heutigen 4 Stunden bei uns im Projektlabor wird sein, da in dem Kasten die Automatisierungssteuerung von unserer Anlage zu machen, mittels einer Logo Siemens. Und natürlich auch, wenn man es da sieht, alles fertig zu vertrauen, damit man dann zu meinen Endverbraucher fahren kann. Wer das Grundsatzmodul erfolgreich abschließt, wird mit der Note gut belohnt. Wer gerne mit Auszeichnung abschließen möchte wie Johannes, kann noch Zusatzmodule wählen. Wie zum Beispiel eben da den Grundsteinempfänger mit meinem Nachttarifzähler. Oder auch in meinem Fall etwas ganz Spezielles ist, also eine Notstromumschaltung, weil es ist natürlich bei einer Firmenhalle sehr wichtig, dass im Falle eines Blackouts, dass die Firma weiter produzieren kann und auch besonders der Lift, weil Lift weiterläuft, weil es halt eben wichtig ist, dass wenn Leute drinnen wären, dass die dann gleich rauskommen. Es gibt sehr viele, die nach dem Abschluss auch noch einen Meisterkurs absolvieren, also je nachdem am WiFi oder am BFI, die dann den Werkmeister oder auch den gewerblichen Meister machen. Wir haben aber auch Rückmeldungen, gerade was die IT-Techniker betrifft, die sind leitende Angestellte mittlerweile bei zum Beispiel einem großen Laborinstitut in Salzburg. Da ist der IT-Techniker ein ehemaliger Schüler von mir und ein Leiter von diesem. Modernst ausgestattete Arbeitsräume und Laboratorien bieten eine optimale Ausbildung für die Schülerinnen und Schüler. Mit dem bestandenen Lehrabschluss geht's dann in einen der zahlreichen Technikjobs beim Greentech-Unternehmen Salzburg AG. Wenn auch ihr Lust auf eine Lehre bei der Salzburg AG habt, dann bewerbt euch gerne unter www.salzburg-ag.at/durchstarterin.